Doch Leute, da sind wir wieder. Mit Prospect, der Half-Life-Mod, die wir heute spielen. Und wir sind immer noch auf dem Weg durch das Ungewisse. Seid mit dabei. Yay. So. Der Plan ist hier, sich nicht von diesen Teilen erwischen zu lassen. Die hängen nämlich ja relativ tief. So. Aber kein Problem für uns. Super stealthig. Okay. Immer weiter. Hier kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ich nehme an, wir müssen diese Turbinen hier einschalten. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Oh, mal kurz sondieren. Aha, hier haben wir doch schon mal was. Was gibt's noch? Ah, okay, das ist Leben. Das brauchen wir dann erstmal nicht. Alter, wie komme ich hier rein? Gehen wir mal vielleicht einen Schritt zurück. Aha. Der gute alte Lüftungsschacht. Oh, und Headcrabs. Bam. Du scheinst tot zu sein. Upsa. Wir müssen hier unten bleiben. Du machst auch nichts. Okay. Okay, Headcrab. Oh, eine Pumpgun. Sehr schön. So, bleibt ihr liegen oder bleibt ihr nicht liegen? Das ist hier die Frage. Knöpfchen gedrückt. Und? Achso. Hebel umgelegt. Bleibt scheinbar doch. Okay. Bleiben scheinbar doch nicht liegen. Alter. Wieso halten die das aus? Alter. Die waren aber früher ein bisschen stärker, die Waffen. Killt mich das? Alter. Da ist sogar noch einer. Ach, komm schon. Alter, welche Schwierigkeitsstufe ist das? Guck mal da. Das ist ganz schön heftig. Mache ich irgendwie weniger Schaden? Und machen die mehr Schaden? Boah, dieser Effekt, ne? Ist jemand am Gamma-Regler hängen geblieben. So. So, we're gonna run you guys through a couple things, but before we start all that, did y'all look the literature? Are there any questions? I don't want us to get out there and hear someone can't figure out how to fucking plug the thing in. Alter. Alter, wie sie halt nicht drauf gehen. Wie das Bild zittert. Habe ich eine Granate? Nope. Das ist euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Alter Verwalter. Die machen hier aber auch keine Gefangenen. Okay. Schlechter Gefängniswitz. So, was geht hier ab?
Teilweise ist es schon echt sehr dunkel. Die ist voll. Ich sehe schon, man muss es ein bisschen anders spielen wie Half-Life. Half-Life konnte man doch eher mal ein bisschen durchrushen. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn die Gegner so viel Schaden machen und man sich hier nicht auskennt, muss man doch ein bisschen sorgsamer sich fortbewegen. Okay. Das war unerwartet. Deutlich. Kann ich auch zoomen? Okay, da steht einer. Hui! Immerhin, ich habe jetzt Munition, muss ich mich mal erstmal nicht Sorgen machen. Okay, wir können da durch. Da gibt es auch Stuff, den ich einsammeln kann, aber es sieht bis jetzt ganz gut aus mit uns. Blöd ist halt, dass wir jetzt noch zwei Feindgruppen haben, gegen die wir uns hier beweisen müssen. Können wir uns da durchschleichen? Nope. Ist der kaputt? Oh. Alter. Ist jetzt er nicht so? Okay. Direkter Kopfschuss tötet auch. Sind unpräzise geworden, die Waffen. Da habe ich so das dumpfe Gefühl. Und die Granaten haben einfach mal den Hardcore-Radius. Oh, super. Geht automatisch nach. So, wir kommen so langsam rein. Ich muss ja sagen, ich bin persönlich großer Half-Life-Fan. Man kann den einfach nicht töten. Sehe ich das richtig, ja? Was soll die Scheiße? Ja, dann gib mir wenigstens eine Waffe dafür. Oder eine Möglichkeit, in Deckung zu gehen. Aber so gar nichts ist auch ein bisschen lame. So, wieder die Geschichten. Immerhin halbwegs nette Checkpoints. Ist ja über einen auch rüberfliegen. So. Wir werden das aber wieder machen, dass die kommen lassen. Okay, aber die Musik ist ganz nett. Wenn ich hier vielleicht drauf baller. Alter, die streut hier überhaupt nicht. So, jetzt einfach rankommen lassen. Okay. Ja. Können wir hier kurz schnell speichern? Wir machen kurz ein Schnellspeichern. Current speichern. Weil prinzipiell sieht es doch gar nicht mehr so schlecht aus. Ich muss nur schnell an dem durch. Gehen hier hinter das Auto. Schauen. Da stehen sie doch schon wieder.
Hier, nehmen das hier. Renn jetzt einfach drauf zu. Gehen in Deckung. Ich hoffe, die fliegt weit genug. Ne, sie werfen zurück. Die Flucht nach vorne. Ah, aber den habe ich doch erwischt. Das stimmt mich. Frau A und wer? Okay. Hä, wo ist... So. Das ist aber auch nicht ganz so hell hier. Alter, Scheiße. Okay. Da haben sie sich wohl auch ein bisschen selbst in die Luft gejagt. Ich muss auch sagen, ich erkenne jetzt auch noch nicht so ganz. Alter! Prospect wieder. Okay, ihr werft Granaten, ich werf Granaten. Sag bloß, ich hab. Ah, doch. Alter! Wie schießt der in die Rübe? Geht halt beinahe drauf. Boah! Okay, aber immerhin, hier ist ein Checkpoint. So, jetzt gleich mal Granate hin. Okay. Scheiße. Geht aber nicht. Laden, 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 laden. Alter, wie wenig da auch kommen. Sind wir hier bei Call of Duty? Boah. Okay, andere Waffe. Hä, wo ist er jetzt hin? Da. Okay, neue Waffe, ein bisschen Leben eingesammelt, das ist sehr schön. Gucken uns hier schnell mal um, in der Hoffnung, dass ich noch ein bisschen Leben finde. Wer hat denn hier geparkt? Stevie Wonder? Okay. Machen uns ein bisschen die Funzel an. Hier wird es ja bestimmt weitergehen. Ich bin mal gespannt, was wir hier für Waffen bekommen werden. Ob man auch das Gravitron irgendwann bekommt. Oder ob man nur bei den Standardwaffen bleibt. Ich will eigentlich gar nicht mal mit der Waffe schießen, Scheiße. Okay. Alter, es ist so ein bisschen lame. Wie viel kommen denn da? Drei hätten es auch getan. Ihr müsst nicht gleich eine Armee schicken. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das sonderlich schwer gewesen. Es kommen immer noch welche dazu. Dann... Alter! Hey, das ist nicht cool. Das ist kein cooles Level-Design. Kein cooles Level-Design. Ich gehe. Jetzt kommt zum blöden Level-Design auch noch Unfähigkeit meinerseits dazu. Komme ich jetzt hier wenigstens rein? Kann ich da vorhin überhaupt rein? Nee. Alter! Alter, was ist das für... Ja. Und hier nochmal 100 Gegner. Ich das liebe in Shootern. Das ist wie ein leerer Raum. Und nochmal 100 Gegner. Ich habe ja nichts gegen stumpfe Ballerei. Aber das ist gerade einfach nur ätzend. Ist das hier so ein Trigger, den ich aktivieren muss vielleicht?
Oder ich raff wahrscheinlich irgendwas nicht. Ach, oh. V-Sync an? Nee, V-Sync ist glaube ich nicht an. Wollen wir mal gucken, was wir an Einstellungen haben. Maus, Audio. Erweitert. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Anti-Aliasing. Nee, das ist ja Kantenglättung. Hier, wertige Synchronität an. Zack. Anwenden, übernehmen. Hoffentlich geht nichts kaputt. Yes. Wunderbar. Spiel fortsetzen. So, wir machen wieder den Scherz mit der Granate. Auch nicht getroffen. Na, schlagen? Der schlägt halt nicht. Okay, das können wir gleich nochmal versuchen. So. Nervlicher Zusammenbruch incoming. Okay, wenn das. Wenn ich hier das Sync anhab, dann ist die. Steuerung wahnsinnig indirekt. Das hatten wir auch schon mal bei Doom. Einfach Granaten zurück. Hat es überlebt? Das überlebt. Alter. Ist ja halt auch ein Zuspam mit Granate. Das erste ist das Beste. Mal gewesen. Alter. Damage Sponges. Ätzend. So, ich lock die jetzt einfach an. Die werfen ihre Granaten fleißig her. Schönes wäre, wenn man die Granaten auch wieder zurückwerfen könnte. Alter, wie wenig das sind. Mal davon abgesehen. Dass es nicht das Angenehmste ist, mit der Tastatur auf dem Schoß zu spielen. Lass sie schlucken! Wir spielen das übrigens auf normal. Ich will nicht wissen, wie das ist auf schwer. Die halten dann einfach nochmal doppelt so viel aus. Fuck, die trifft mich, oder? Nee. Oh, leckt mich doch. Das ist ja schön, dass sie mich so aus der Reserve locken. Alter! Das gibt's doch nicht! Diese Stelle! Okay, cool bleiben. Hilft dir alles nichts. So, nochmal Granate dahin.
Okay, er hat sich mit seiner eigenen Granate gekillt. Ich gehe einfach zurück. Scheiße. Das sind mir zu viele. Und es gibt zu wenig hüfthohe Deckung. Haben wir es jetzt. Okay, das sieht so aus, als hätten wir das geschafft. Okay. So, jetzt speichern wir erstmal wieder. Das ist ja nicht auszuhalten. Ich hoffe, ihr leidet mit mir. Aus welchen Gründen auch immer. Okay, jetzt schalte ich das aus und jetzt kommen die. Na ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Hier geht's ja nicht weiter. Sehe ich das richtig? Sind wir uns da alle einig? Ja, rüber. Es muss ja hier irgendwo weitergehen. Tut es scheinbar nicht. Okay, das hat mir jetzt nichts gebracht, außer dass Gegner spawnen. Ins Unendliche. Das geht nicht auf. Na, herzlichen Glückwunsch. You fucked up. Ist hier irgendwo eine Lücke, die ich übersehe? Muss ich vielleicht zurückgehen? Will das Spiel das von mir? Ich weiß es nicht. Ja. Das hier ist ja auch irgendwie was, aber das scheint ist ja kein Durchgang oder so. Es könnte ja nur diese Tür aufgehen. Alles andere macht ja nicht wirklich Sinn. Hanai, geht das hier auf? Dass ich das deaktivieren muss und dahin sprinten, kann es sein. Versuchen wir es mal. Das Spiel verpasst es leider, das hat der Entwickler nicht gut hingekriegt, im Level die richtigen Hinweise zu liefern, wo man als nächstes hin muss, entweder durch Licht oder durch Sonstiges. Jetzt bin ich hier und da ist eine Wappenwand. Was sagt uns das? Ich kann jetzt hier hingehen und feststellen, ich komme hier durch. Jetzt bin ich hier, um festzustellen, dass es hier wohl nicht weitergeht. Doch, ich kann hier hoch. Ich kann hier hochhüpfen. Irgendwie kann ich hier hochhüpfen? Ja, ich kann den hier machen. Okay. Super coole Kletterpassage. Sehe ich das richtig? Und mit dieser sehr flüssigen Steuerung ist das auch gar kein Problem, da hochzukommen. Weil man sieht definitiv, dass man hier hochkommt, ne? Immerhin, die Gegner nerven hier einen nicht. Das ist schon ganz nice. Jetzt. Hä? So, und jetzt vorsichtig hier rein. Jetzt macht ihr das nicht. Alter. Hätten wir auch diesen Teil geschafft. Oh Gott, ich hoffe, das wird besser. Können wir hier hoch? Den V-Sync mache ich nicht aus. Okay, wo geht's jetzt hier weiter? Hier.
Weil sonst sieht das Bild komisch aus. Hier schreibt jemand im Chat, ich soll aufhören, solche Spiele auf der Couch zu zocken. Ja, Leute, so einfach ist das nicht. Man muss nehmen, was man kriegen kann. No graph out of buff. So. Ist halt nun mal so. Aber es wäre eine Überlegung wert, warum man nicht einen Tisch sich anschafft. Man könnte hier einfach an irgendeiner Wand einen Tisch stellen. Das wäre deutlich angenehmer. Ich sehe jetzt auch keinen Vorteil, an einem großen Fernseher zu zocken. Nein! So, das ist so die Gegneranzahl, die man möchte bei einem Half-Life. So ein, zwei Gegner. Hier ist eine Tür offen. Das ist angenehm. Aber nicht 20 Leute auf einmal. Weil wenn man nicht ordentlich kämpfen kann. Weil es keine Deckung gibt. Ich habe so gerade so ein bisschen das Gefühl, als wäre dieses Spiel sehr nach Lehrbuch gemacht. Du fängst ruhig an, damit die Spieler in eine die Steuerung kommen und alles. Und dann gibt es Action. Jede Menge Action. Und dann machst du wieder einen ruhigeren Part. So, Granate. So, das sieht doch gut aus. Haben das überlebt. Okay, der hat die Granate beschissen geschmissen. So. Die lassen wir da mal durchrennen. Ich habe mit denen nichts zu schaffen. Ihr hattet das sehr eilig, da an das Pult zu kommen, sehe ich das richtig? Okay, da habe ich leider kaum Munition für. Da wäre jetzt eine Granate gut gewesen. Und der interessiert sich gar nicht dafür, dass wir seine Leute abschlachten. Das ist ja richtig kollegial von ihm. Hier schöner Rot-Blau-Kontrast, ne? Immer schön Komplementär-Kontrast, damit kann man prinzipiell nichts falsch machen. Okay, was ist hier los? Okay, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das Level ist kaputt. Ach komm schon! Das ist gemein! Einfach so leben und zu verlieren. Entschuldigung! Ich gehe einfach hier durch. Kann ich hier durch? Tatsache. Jetzt bin ich woanders. Da liegt Munition. Oh, das sind die dieser Läufer hier aus Half-Life 2, Episode 2. Okay, wo bin ich jetzt hier? Hat jemand das Portal offen stehen gelassen? Oh, das kennen wir. Das kennen wir nicht. Ich bin hier falsch. Oder nicht? Ja. Okay. Lass mich raten, jetzt kommt ein Zug. Hier. Und laden. Das ist so ein Stimmungskiller, diese Ladebildschirme. Das ist echt ein bisschen blöd. Ah, jetzt dachte ich schon. Ich hätte es dem Spiel voll zugetraut, dass sie mich jetzt hier gerade loslassen. Combine Power Co.
Ah, hier können wir uns mal heilen. Sehr schön. Ada. Wunderbar. Ich bin im Stimmungskeller. Das ist wahr. So. Das gefällt mir doch deutlich besser. Zieh dieses Spiel jetzt etwa an. Mich würde es ja mal interessieren, für was die Dinger hier sind. Das kann ich nicht zuordnen. Irgendjemand quatscht hier. Oh nein, was kommt jetzt? Keine Ahnung, ob das richtig ist. Hoffen wir das Schlimmste. Nein, ich komme hier nicht um die Ecke. Ah, wie so. Verdammt! Deswegen hasse ich so Stellen. Ich habe nur ganz kurz auf D getippt. Mann! Das sind wieder so Stellen. Von der Seite. Ist näher. Zack. Und so geht's doch. Wunderbar. Auch das geschafft. Licht an. Da geht's auch nicht weiter. Finde ich auch cool. Oh, das. Oh, das. Oh. Bam. Geht das hier weiter? Nee, das sieht nicht aus. Ich finde ja diese Schlösser cool, die immer an der Tür packt, zusätzlich. Oh, hier geht's weiter. Kann ich hier so reinhüpfen? Ne, muss ich wahrscheinlich irgendwas. Der hat mir jetzt natürlich alle Kisten kaputt gemacht, der Sack. Müssen wir uns. Zweite Wahl ist das Fass. Zack. Wunderbar. Kommen wir nicht durch. Hier geht's weiter. Sheps was with him. He kept staring at Sheps, too. Had to go for the thing. Sind die kaputt? Fliegen in die Luft? Ne, sind normale. Ist meine Röntgensicht aus? Ich will die jetzt aber eigentlich von hier oben abschießen. Wunderbar. Aber eine lebt doch da noch. Wir spielen das jetzt mal ganz safe. Wo muss ich hin? Tür? Sehr schön. Ah, und hier liegt Munition. Saved. Oh, das heißt, jetzt kommt wieder irgendwas. Ich kenne sie doch. Leben? Nur Rüstung. Rüstung haben wir aber voll. Oh. Und hier ist. Hier ist auch irgendwo Radioaktivität. Ach shit. Da war ich unvorbereitet. Alter, aber dass es die nicht killt. Immerhin ein bisschen Leben dazu zu bekommen. Und ein Revolver kommen. Und was uns hinter der nächsten Türe erwartet, liebe Leute, das erfahren wir nach der Werbung.